Hallo und willkommen zurück zu Pokémon. Genau, ich lese gleich vor. Der Angelkönig gegen das Pokémon-Kind. Was? Das hat er gesagt. Okay. Ja, ein Goldini, Goldini. Hä? Ach so, ich habe jemanden gelesen, der gesagt hätte, ich besser eine Angel würde ich an irgendwas. Bubble Typ davor. Ja, ich kämpfe gegen den dritten Trainer. Ja, das war kein. Und das Ach, Fiese ist, ich war ein der benutzt klein. Schnabel und ist schneller als ich. Ich bin also halbtot. Okay, du floh los. Das war spitze, sagt er. Ach, du hast es schon besiegt. Ja. Weiß, so lange braucht es dann auch wieder nicht. Okay, da kommt noch einer. Komm mit dem. Das ist echt ein bisschen nervig. Wie lang geht denn das hier noch? Hier kommt aber scheinbar keiner mehr. Eigentlich würde ich lieber arbeiten. Ach was, man kommt ja. Okay. Wir müssen. Wir müssen für die Super Angel Relaxo machen. Fuck. Na ich gut. Ich hätte den, der lieber arbeiten wollte. Oh ja, okay, sagt er bei mir auch. Dieses Viech ist schlimm, wieso kann es denn einschläfern? Das Relaxo ist Level 30, ich habe gerade nachgesehen. Es kann nur einschläfern wegen dem, wegen seinem Kreisel da, seiner Brust. Bin übrigens dafür, das Relaxo umzubringen, aber... Oh mein Gott! Wie oft schläfert er mich denn noch ein? Das ist echt ätzend, ich wechsle raus. Kein Relaxo fangen, ist das einzige Fangbare. Ja, es gibt zwei, also... Ja... Hä? Was ist denn... Mein Gott, Alter. Vor der Fahrradzone ist der hypnotisiert ja permanent. Was ist denn das für einer? Ja, ich hab's gelassen. Ich bin rausgewechselt. Hab Ibitak genommen. Das ist mein stärkstes Pokémon. Jetzt wird's noch stärker. Was soll's? Es kotzt mich an, wenn meine Pflanze nicht kämpfen kann. Der hat so viele, ey. Aber ein Superschall. Wie toll. Okay, Vulpix, du bist dran. Vulpix benutzt Ruckzuckieb. Sepa, Sepa. Vulpix benutzt... Ha, jetzt bist du dran. Konfustrahl. Komm schon, komm schon. Oh, er benutzt Blubber. Wie gemein ist das denn? Vulpix wurde gewandelt, Chaot. So viel dazu. Was? Du hast nicht so gehört. Ja, wie denn auch? Keine Ahnung, ich dachte, ich rede langsam genug, dass man mich versteht. Ich dachte eigentlich, dass es gerade kurz hörbar, dass Edgar kurz hörbar war, aber okay, wenn er gar nicht hörbar war, dann auch gut. Ich habe nicht gehört, nein. Naja, egal, es leben noch alle, wollte ich dir nur gesagt haben. Und Konfustrahl ist echt nutzlos, das Sepa hat jetzt trotzdem dreimal hintereinander getroffen. Ja, ist klar, die Gegner sind OP. Das war wahrlich kein Zuckerschlecken. Und du bist nicht der Typ, der uns die Angel gibt? Okay, Dennis. Du immer mit deiner Ich möchte Relaxo nicht machen, bevor ich nicht wieder volles Leben habe. Deswegen gehe ich jetzt zurück. Und du willst es versuchen zu fangen? Ich meine, okay, klar. Wieso nicht? Wir haben nur zwei Versuche, also... Dann... wer von euch kann Gegner einschläfern? Parasek? Das ist der Angler-Engler. Nee, du hast Paralyse gehabt. Verdammt. Kann ich überhaupt jemanden einschläfern? Ultrigaria, was war bei dir nochmal? Schlafpudel, genau. Und Start. Okay. Okay. So, und hier ist dann das Wir wecken es auf, damit ich es einschlafen kann. Oh mein Gott, den Ort kenne ich ja. Führt jetzt alles wieder zusammen. Ja, aber weiter unten waren wir noch nicht. Und wir können nicht hin, bevor wir das aus dem Weg geräumt haben. Sag mir, bevor du es ansprichst, okay? Sprechen wir es gleichzeitig an. Ich muss erst noch wieder heilen. Okay. Hier ist ein schlafendes Pokémon. Blau benutzt Pokéflöte. Dachte, wir springen es zusammen an. Ja, ich habe nur irgendwas gesagt, aber es kann ich mir schon vorstellen, dass der Text ähnlich sein wird. Ich habe gespeichert. Wir haben genau 50 im Pokédex, Dennis. Das heißt, wir können uns dann, wenn wir Route 12 und 13 machen, können wir sogar schon...
Was genau wollten wir nochmal haben? Petaler. Ah ja, ich will den auf jeden Fall haben. Den kriegen wir dann sogar schon, wenn wir durchkommen. Weil dann kann ich auch mit jedem Pokémon kämpfen, mit dem ich kämpfen will. Ich weiß aber nicht, wie stark die Gegner da unten werden. Das möchte ich jetzt erstmal. Okay, ansprechen? Ja, klar. Ein schlafendes Pokémon versperrt den Weg. Item. Man muss es manuell machen, ey. Was für eine Kacke. Ja, das ist halt... nein, nicht Aufwecker. Blau spielt die Pokémon-Karte. Rot spielt die Pokémon-Karte. Ich dachte nur, die Pokémon hören den Sound der Flöte. Relax, ist aufgewacht. Quatsch, ist doch keine Hundepfeife. Aber das stand, glaube ich, da, als wir es bekommen haben. Ja, das ist ja schräg, okay. Haben wir eben gute Ohren. Relaxo. Okay, Relaxo. Wie wär's, wenn du gleich wieder einschläfst? Es ist Stufe... Ja, stimmt. Gesang, los. Es schläft. Perfekt. Einfach flüchten und es ist für immer oh weg. Oh mein Gott, das war... Okay, scheiße, mein Pummeluff ist tot. Dein Pummeluff ist tot? Ja, mein Pummeluff ist tot. Mein stärkstes Pokémon ist gerade getötet worden. Ja, ich wusste nicht, dass der einen Angriff war und ich tot. Was genau hat er benutzt? Ich bin mal immer sicher. Na, versuch es jetzt einfach mal zu fangen. Relaxo ist ein ziemlich starker Ersatz für alles. Du, Flor, mach mal Schlafpuder. Ich bin dafür, Relaxo für seinen 8. Orden auf jeden Fall zu behalten. Ich hoffe, er lernt schon Gena in der Edition. Ich weiß, okay, Dennis, Frage. Wie ist denn das eigentlich, wenn mir dann im Kampf jemand stirbt? Das wird bei der Top 4 ja mit Sicherheit passieren. Heißt das, ich darf jetzt schon Ibitak nicht mehr benutzen? Ja, bei der Top 4 darf dir keiner wegsterben. Ist das klar? Das wird passieren, außer wir machen... Ja, dann müssen alle Level 70 sein. Ja, also unser Max-Level ist das von Blau dann im Endeffekt oder Rot, je nachdem. Okay, dann schaffen wir 66 oder so, wenn du plus 1 machst. Weil sein Blitzer war 65 bei mir, also. Okay, jetzt ist er wieder aufgewacht, Schlafpuder. Ich benutze gerade Steinwurf. Er schläft bei mir immer noch, also. Oh, okay, jetzt ist er. Er hat bei mir relativ lang geschlafen auch. Items. Komm schon, noch ein Steinwurf. Los, Pokéball! Er benutzt die Erholung. Mein Gott. Superball. Er benutzt schon wieder Erholung. Und er kann das unendlich oft machen. Ich hab's drin! Okay, ich werfe einfach auch einen Ball, vorsichtshalber. Oh, also, oh, zweiter Ball hat getroffen. Okay, meist war bei halbem Leben. Ein sehr faules Pokémon, welches nur schläft und frisst. Je größer es wird, desto mehr schläft es. Scheiße, mein Name ist Ibitak. Aktualisiere schon mal die Liste und wir gehen gleich weiter nach unten. Nein, wir gehen gleich weiter nach unten. Ja, da müsst ihr jetzt sofort ein Haus kommen. Oh, da kommt noch ein Trainer, aber den schaffen wir doch. Okay, aber ich muss jetzt erstmal die Pokémon kurz unsichtbar machen. Ah, na gut. Tschüss. Und tschüss. Elektrizität ist meine Stärke. Oh nein. Ein Bait. Also nach unten gehen wir, okay. Gegen den da. Okay, Stein, du bist dran. Er benutzt nur Lichtschild gerade, sehr interessant. Ja, du wolltest mal. Wehe, du kannst Explosion. Deswegen habe ich ja Stein gesagt. Er hat noch ein Elektroball. Er benutzt wieder Lichtschild. Das bringt dir nichts. Alle Psychoattacken sind automatisch Spezialattacken in der ersten Gen. Ja. Aber alles andere, ich habe keinen Schimmer. Oh mein Gott, ich habe zweimal hintereinander Steinwurf getroffen, das ist ja fast ein Wunder. Geht das noch ein drittes Mal? Ja, Tatsache, okay, Elektroball ist tot. Ja, ich treffe gerade gar nichts. Ah, jetzt ist tot. Geowatz erreicht Level 29. Hey. Härtner will er lernen. Härtner! Oh mein Gott. Ein Igler wird verlernt gegen Härtner. Stimmt, das war eigentlich dasselbe, oder? Stromkreis unterbrochen. Ich habe ihn fertig gemacht. Ja, ich auch. Okay. Hier wollte ich hin. Du da. Das Haus. Mein Bruder ist der Profi-Angler. Ich liebe den Angelsport. Möchtest du auch angeln? Ja, bitte. Cool, du bist mir sympathisch. Nimm das hier und genieße das Anglerleben. Blau erhält eine super Angel. Die erste Angel, mit der man was anderes als Carpator angeln kann.
Angeln ist nicht nur ein Sport, es ist eine Kunst. Nun zieh los, um den großen Fang zu landen. Okay, wie geht's danach weiter? Okay. Oh. Da müsste noch eine Wiese kommen, wo man nur mit Zerschneider hinkommt. Und da kann man Blutzug fangen. Ich hab eine Tür, da ist ein Typ, wo man mit Zerschneider hinkommt. Willst du den Ball haben, dann machen wir das jetzt. Grundsätzlich schon. Ah, okay, es sollte gehen. Dann Pokémon. Okay, los geht's. Wait. Man weiß nie, was der nächste Fang sein wird. Ich habe meinen Zerschneider nicht dabei. Angler möchte kämpfen. Wer genau kann bei dir Zerschneider? Mein Käfer-Pokémon. Er hat ein Carpador und er hat noch ein Carpador. Also super easy. Ich habe verloren, sagt er. Dann holst du dir das Item ist Eisen. Ja, ich gehe auch zurück und heil mich. Dann müssen wir beide eigentlich. Dann nehmen wir die Käfer rein, oder? Wir müssen sowieso was austauschen, also. Ach so, das war bei dir dann Bibo, oder was? Ja. Weißt du was? Wir gehen nach links. Ah, oh, okay. Er ist doch schneller. Wir haben alle Trainer schon besiegt. Super Mario nach links. Ja, oh, ups. Hier ist es wenigstens nicht... Oh mein Gott, scheiß Wiese. Naja, was sonst. Okay. Der Pokémon-Markt, da wollte ich hin. Wolltest du was kaufen? Ich habe irgendwo ein Nugget, glaube ich. Ah, oh, stimmt, das ist, glaube ich, richtig. Und ein X-Treffer. Verkauf. Na gut, aber das war es dann auch schon. Okay. Das Silpscope kann verkaufen. Ist sicher ein Basis-Item. Den Aufwecker brauche ich ja dann gar nicht mehr. Nie wieder, richtig. Also, es tut mir leid, das sagst du, bist ein Ibi-Tack, aber du bist tot. Oh shit, falsche Box, mein Fehler. Ja, mach es nicht in die falsche. Ibi-Tack zurück. Also mit der normalen Angel kann man wirklich nur Carpador angeln? Zumindest an allen Orten, wo ich jemals geguckt habe. Ich hab sie nicht mehr dabei, falls du das fragen wolltest. Ich weiß, was ich in der Safari-Zone machen möchte. Angeln. Okay, erstmal zu Bills PC. Ja. Dann wollen wir die Box wechseln. Okay, du willst also, dass ich mein Smetbo wieder mitnehme. Also, ich muss zerschneiden. Tut mir leid. Ja, irgendwann würde ich halt gerne mal ein paar andere Pokémon trainieren. Ich muss zerschneiden. Ist halt so. Ja, gut. Armes Pummeluff, wurde nie ein Knuddeluff. Naja, was soll's. Mein Nidoqueen ist nur noch Level 26, weißt du, wie schwach sich das anfühlt? Das arme Ding. So. Okay, ich bin schon wieder unterwegs Richtung Zerschneiderbusch, okay? Ich noch nicht, ich bin hier noch am Rumdingensen. Wieso dauert das so lange? Ja, keine Ahnung, speedest du einfach durch den PC durch, oder was? Ja, ich kann alles so schnell klicken, wie ein Wahnsinniger. Nein, ja. Eigentlich nicht. Okay, ich lege das Silpscope ab. Oh mein Gott, da ist ein neues Relaxo. Leg Kaffee Plus ab, jetzt seid mal ruhig. Tja. Leg ich das Sonderpopom ab. Dann lege ich noch das TM ab. Ja, hier ist die Wiese, von der ich geredet habe. Sehr gut, dann muss ich nämlich dann ein Pokémon fangen. Und du angelst am besten. Ich muss jetzt erstmal, du... Was denn immer, was es überhaupt gibt? Ich hab dir doch geschrieben, dass in der Wiese das einzige Pokémon, das uns noch fehlt, Blutzug ist. Das heißt, einer kriegt Blutzug und der andere angelt. Und nachdem ich der bin mit dem Wasserstarter, wäre es mir recht, wenn du angeln würdest. Okay. Vor allem, weil es hier ziemlich gute Pokés gibt. Sekunde. Es gibt hier ziemlich gute Pokés, okay. Ja, also in der Wiese gibt es nur noch Blutzug, das uns fehlt. Ja, Porenta ist nur gelb, genau. Ansonsten. Super Angel, du kannst Tentacha oder Krabi fangen oder Goldini und naja, Carpador zählt ja nicht. Carpador. Also, Goldini, Krabi, Tentacha. Eins davon sogar mit Gift. Ich weiß echt nicht, warum du dich da beschweren solltest. Wären wir in der gelben Edition, hättest du Sepa, aber was soll's. Das ist alles eine Route, diese ganze Wasserweg hier. Ja, Route 12.
ist ja krass. Route 13 fängt unten um die Ecke an. Warte mal, ich brauche das Bild von der richtigen Edition. Das... ja, also die Wiese ist gerade noch auf dieser Route und wenn wir an der Wiese unten vorbeigehen, fängt Route 13 an. Jo. Wie genau es dort ausschaut, weiß ich nicht, aber ich kann noch mal schnell gucken. Ich will bei der Alvaro Carpador. Du willst einen Carpador, okay. Er hat Carpador. Oh mein Gott, Mann. Hör mir doch mal zu. Du kämpfst schon. Kämpft einfach schon. Ja, du warst doch schon bei dem. Ach so, ja, den habe ich schon gemacht, richtig. Wo ist denn das Bild für diese Route oder uns? So. Ja, okay, Route 13 hat ein eigenes Stück Gras und das war's dann auch schon. Der Typ konnte weitersehen, als ich gedacht habe. Besitzt du einen Mondstein? Und rate mal, was es auf Route 13 gibt. Das einzige Pokémon, das uns auf Route 13 fehlen wird im hohen Gras, ist Ditto. Almigoramelic. Das heißt, einer darf dann auf der Route 13 Ditto fangen und der andere darf auch wieder angeln. Hurra! Okay, ich kämpfe auch gegen ihn. Gefällt mir aber nicht. Schlaf ihn ein. Schlaf ihn ein. Ja, perfekt. Schön. Okay, mach Glut. Also Wickel ist OP, der hat sich gar nicht wehren können. Ja, Wickel. Oh mein Gott! Ist okay, Giftstachel ist gar nicht so gut. Giftstachel ist echt nicht gut. Okay, okay. Der hat er auch noch ein Nidorina. Ich dachte, es war ein O. Was? Oh, das heißt, bei dir hat er die weiblichen und ich habe die männlichen. Ist das? Okay, du hattest recht. Da ist ein O. Also, ich habe kurz nachgedacht, aber das hätte sogar irgendwie Sinn gemacht. Ja, aber die Pokémon-Entwickler machen nicht gerne Sinn. Das heißt, ich gehe jetzt in der Wiese Blutzug suchen und du angelst dann, richtig? Wenn das dein Masterplan ist, dann ja. Naja, so irgendwie halbwegs halt. Geil! Erstes Pokémon ist Blutzug. Item. Ich fass es nicht. Super Angel. Okay, mal gucken, wie Angeln funktioniert. Wenn ein Ausrufezeichen kommt, drückst du. Da hat er was angebissen. Carpador! Mein Gott, bestes Pokémon. Die sind hier Level 15, die Viecher, die ich hier angle. Oder ist 25% das... Chance. Oder ist das nur... Okay, Ultrigaria, du kannst dann aufhören, ihn zu wickeln. Kann ich das irgendwie stoppen, denn es ertötet ihn. Ja, wechsel aus. Ja, ich will aber Schlafpuder benutzen und jedes Mal, wenn ich auf Angreifen drücke... dann wechsel aus! Es ist wurscht, hat sich schon erledigt. Er muss nicht schlafen, um gefangen zu werden. Blutzug, Insekt, 1 Meter groß, 30 Kilo. Dieses Pokémon lebt im Schatten großer Bäume. Es frisst Insekten und wird von Licht angezogen. Hey, kein Spitz. Items. Weißt du, was mir gerade einfällt? Die Soulings sind ja jetzt dein Thema. Du müsstest also Relaxo, Route 12 und jetzt eben Blutzug und welches Wasser-Pokémon auch immer du fängst hinzufügen. Ah, warte. Oh, das habe ich jetzt gerade gefehlt. Relaxo minus Relaxo Route 12 Static und dann ja, dann ist eh noch nicht fertig, weil ich hier noch fangen muss. Okay, stört dich, wenn ich heilen gehe oder so? Oder musst du danach eh auch heilen? Ich möchte jetzt nicht um die Ecke unten gehen, da kommen nämlich 8 Trainer, bevor die Route 13 erledigt ist. Okay, hat wieder was angebissen. Ich meine, okay, es sind nicht unbedingt 8, aber... Ein... Krabi. Level 15. Ah, du darfst also Krabi haben. Du bist fucking Level 15, Alter. Ich werde dich nicht schlagen, das kannst du sowas von vergessen. Okay. Du kriegst einen Schlafputer und dann schmeiß ich Ding ins Bälle und hoffe, die funktionieren. Hast du kein Low-Level-Pokémon mehr dabei? Sind die bei dir alle so stark? Nicht unbedingt, nicht, aber ich habe keinen Bock, einen Fokal. Ja, okay, Golbat könnte ich vielleicht benutzen. Ja, okay, naja. Fischmäßig Golbat. Biss. Okay, gut, das geht. Dann Items. Superball.
Gut, das sah nicht ganz so aus, wie ich es in Erinnerung hatte. Bang! Ja, klasse. Gut. Krabi. Glückwunsch. Gar nicht mal so schlecht. Aber so eine ganz. Warte, was haben wir eigentlich gerade dabei? Achso, ja, wir haben. Blut. Wir haben das Meppo mitgenommen. Und Krabi. Wenn ich grammatikalische Fehler mache, sagst du mir das, ja? Klar. Ich bin nicht der Beste im Pokémon-Namen schreiben. Sicher nicht. So. Okay, gib mir mal den schönen Eintrag. Krabi setzt seine Scheren nicht nur als Waffe ein, es hält damit beim Gehen die Balance. Gib Bescheid, wenn du unten die Trainerin herausfordern möchtest. Das ist groß Gras. Ach, da warst du drin. Genau, da gibt's Blut zu. Okay, ist da schon was anderes drin? Ja, Knofensa, Mirapla, Taubsi. Das ist nicht das, was ich meinte. Es gibt nur Blutzug an das Pokémon, ist, die wir noch nicht haben. Ich wollte wissen, ob irgendwas anderes in dieser Area ist. Was? Nein. Also das Meer ist als nur ein Stückchen Gras. Nein. So, jetzt kommen drei Trainer. Der ersten könnten wir theoretisch ausweichen. Okay. Die anderen beiden sind sowieso Pflicht. Willst du, dass ich gegen die Frau da kämpfe? Ja, wenn du das tust, tue ich das jetzt jedenfalls dann auch gleich. Ja, okay, gut. Aber erst im nächsten Part hätte ich fast gesagt. Ja, du hast vollkommen recht. Wir werden nicht vergessen. Ciao. Tschüss.